Kameraobjektiv reinigen. Ja, wie geht das, wenn du eine schmutzige Linse hast? Wie kannst du dann am besten und am sichersten dein Objektiv reinigen? Das Problem ist, dass man es oft gar nicht merkt, dass das Objektiv schmutzig ist, denn je nach Offenblende, wenn du fotografierst, ist es sogar nicht mal auf dem Bild sichtbar, dass dort Schmutz ist. Trotzdem ist es immer so, wenn ich dann auf eine Hochzeit gehe oder auf ein Shooting gehe, auch mit Kindern, dass ich dann vorher meine Kameraausrüstung kontrolliere und die einzelnen Objektive auf Schmutz hin überprüfe, ob auf dem Glas, auf der Linse vorne vielleicht ein paar ja, Regentropfen oder sonstiges sind. Wenn du dir mein Video ganz bis zum Ende anschaust, dann wirst du auch sehen, was ich dagegen tue, damit das Objektiv auch bestmöglich geschützt ist. Ja, wie geht man nun am besten vor? Ich mache es immer so, dass ich das Objektiv nicht an der Kamera reinige, sondern die Objektive nacheinander durchgehe. Jetzt bei diesem Objektiv ist es so, dass es noch an der Kamera drauf ist. Dann, wenn du es von der Kamera runternimmst, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Kamera selbst zu verschließen, damit die Kamera nicht während dem Reinigen des Objektivs verschmutzt wird. Denn dort ist ja auch noch ein Sensor drin, der soll natürlich auch nicht schmutzig werden. Also hier einfach dann den Deckel wieder drauf machen von der Kamera. Ja, dann gibt es hier ein sogenanntes Optikpapier, das ich immer verwende. Und das ist ganz spezielles, dünnes Papier. Und dann gibt es hier noch so eine Alkohollösung. Auch beides hier von der Firma Hama jetzt in dem Fall. Dann mache ich so, dass ich eventuell auch die Sonnenblende runternehme und dann einfach hier so ein bisschen was von dieser Flüssigkeit auf das Objektiv verteile. Ja, so, dass ich insbesondere auch hartnäckiger Schmutz, wenn jetzt irgendein Schmutzpartikel sich wirklich ja schon festgebacken haben sollte, sozusagen, dass es sich jetzt ein bisschen löst in dem Alkohol. Und dann nehme ich hier einfach so ein Stück Papier, das ist ein sehr dünnes Papier und es hinterlässt auch keine Streifen. Ne? Also einfach hier sozusagen dann wieder drüber wischen und dann ist es wirklich sehr, sehr sauber. Du solltest dieses Papier auch alle nur einmal verwenden. Also ich nehme immer ein Papier für eine Linse und dann kann man das auf der anderen Seite auch machen, wenn es hier schmutzig ist. Was ich nicht verwende, muss ich ehrlicherweise sagen, ist noch so ein Blasebalg. Da habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass da der Schmutz sich eher überall verteilt. Also ich gehe hier einfach auf beiden Seiten einmal drüber und das war es eigentlich im Prinzip schon. Das schmeiße ich dann weg und dann kann man das Objektiv einfach auch sofort wieder draufschrauben. So, und auch die Sonnenblende sofort wieder drauf zum Schutz. Und das war es eigentlich schon, ne? Also so einfach ist es möglich, ein Objektiv sauber zu reinigen. Wie gesagt, wichtig ist, dass du entsprechende Flüssigkeit verwendest. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein Küchenhandtuch oder sonstige Dinge nehmen. Es sind hier wirklich spezielle, ganz weiche Tücher, die auch das Glas, das sensible Glas der Linse nicht verkratzen können. Ja, und so habe ich also immer eine saubere Ausrüstung dann, wenn ich wieder rausgehe zum Shooting. Ich mache es nicht bei jedem Shooting, ich mache immer so eine Sichtkontrolle, wenn ich sehe, nee, das passt noch, dann muss ich auch nicht übertreiben. Aber es ist, wie gesagt, sinnvoll, ab und zu mal zu überprüfen, ob dort Schmutzflecken sind. Wenn es sogar so ist, dass du es schon auf den Bildern siehst, dann ist dein Objektiv wahrscheinlich sehr verschmutzt, dann solltest du es angewöhnen, häufiger zu tun. Ja, wenn du weitere solche Tipps haben möchtest und immer automatisch informiert werden möchtest, wenn ich einen neuen Tipp herausgebe, dann abonniere doch hier meinen kostenlosen YouTube-Kanal. Ja, mein Name ist Tom Gufler und ich bin der Elterncoach für emotionale Kinderfotografie.